Hallihallo, herzlich willkommen zu Loni Yoga. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid oder vielleicht zum ersten Mal dabei seid. Ich freue mich heute auf einen Flow für Energie im Körper, die vielleicht festsitzt, vielleicht auch gedankliche oder emotionale Energie, die festsitzt. Knoten lösen, Energie befreien und vielleicht eine Art von gleichmäßiger Verteilung im Körper finden. Dazu habe ich in meinem Kopf gleich zwei Themen. Das eine sind, und die gehören auch zusammen, das eine sind die Gelenke im Körper, die für mich Verbindungsstellen und nicht nur für mich, die natürlich Verbindungsstellen sind, die auch eine gewisse Fragilität haben, aber in denen oft und um die es oft Spannungen gibt. Und mit einhergehend das lymphatische System, denn an den Gelenken im Körper haben wir oft Knotenpunkte des lymphatischen Systems, das ja für unseren Wasserhaushalt zuständig ist. Und wenn wir das aktivieren und wenn wir hier ein bisschen befreien, dann schaffen wir auch ein ganz Körpergefühl von Ausgleich. Und kommt also auf einer ganz physischen Ebene schon sehr viel zusammen, wenn wir beim Yoga Energieblockaden befreien. Was brauchen wir? Wir werden ungefähr 30 Minuten heute machen. Wir brauchen eine Decke, das wäre so das Minimum. Ich habe immer zwei Blöcke eigentlich und auch heute, das ist euch überlassen. Wenn ihr welche habt, könnt ihr sie benutzen. Wenn nicht, schafft ihr es aber auch ohne. So, dann beginnen wir im Sitzen. Nochmal zur Erinnerung, sag es immer wieder, aber achtet drauf, gerade wenn ihr vielleicht in dem einen oder anderen Gelenk ein Problem habt, wenn ihr irgendwo merkt, da sitzt wirklich viel Spannung, dann seid vorsichtig, seid nett zu euch. Ja? Gebt euch Zeit, auch wenn ich hier vielleicht als ein oder andere mal schneller mache. Wir beginnen im Sitzen. Wir entspannen die Hände auf die Knie oder in den Schoß, schließen die Augen, entspannen die Schultern. Und spüren erstmal in den Atem rein, so wie er jetzt gerade fließt. Und vielleicht geht es euch wie mir und ihr merkt auch hier sogar schon, ja, so eine Art Blockade oder Hindernis, dass der Atem frei fließt. Stellt das erstmal so fest, vielleicht ist es bei euch auch anders. Und dann beginnt langsam den Rest des Körpers zu checken, vielleicht auch die Gedanken mal zu checken. Ja, also gibt es hier Spannungen, die ich vielleicht schon kenne? Gibt es hier was, was mir gerade auffällt, was neu ist? Neuralgische Stellen, gedanklich, emotional, vielleicht Themen, um die ich immer wieder kreise, wie so kleine Knoten in den Gedanken, die schwer zu lösen sind manchmal. Und dann sucht euch eins von diesen Blockaden aus oder eine von diesen Blockaden, die ihr gerade deutlich wahrnehmt, im Körper, im Kopf. Und wir schicken einen Atemzug hier rein. Wir atmen tief ein in die Spannung. Und aus durch den Mund alles lösen. Und in die gleiche Stelle nochmal ein. Und lösen. Sehr schön, noch einmal. Und mit der Ausatmung alle Spannung hier lösen. Schließt den Mund, atmet gleichmäßig ein und aus durch die Nase jetzt. Und dann lasst langsam das Kinn zur Brust sinken, spürt, wie der Nacken hier verlängert wird, die Schultern bleiben hinten, öffnet die Augen und richtet euch langsam auf mit dem Blick. Und die Arme vor euch. Wir beginnen ein bisschen mit den kleinen Gelenken, mit den Handgelenken. Macht so weiche Fäuste mit den Händen und beginnt mal zu kreisen. Kreist die Handgelenke in eine Richtung. Ja, ich kreise jetzt erstmal nach außen, das könnt ihr genauso tun. Bleibt ungefähr auf Schulterhöhe, wenn es geht. Und kreist. Man merkt, dass man das selten tut, wenn es sehr knackt. Also ich zumindest.
Und dann kreist man in die andere Richtung. Sehr schön. Und dann machen wir das, was ich Motorradhände nenne, für alle die, die Motorrad fahren. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen die Hände an das gefühlte Lenkrad und wir ziehen einmal den Griff nach hinten, rollen vielleicht den Blick auf. Und mit der Ausatmung rollen die Schultern nach vorne, die Hände nach vorne und das Kinn zur Brust. Nochmal einatmen, nach hinten rollen, nehmt die Schultern jetzt mit. Die Schultern bekommen auch schon ein bisschen Bewegung. Ausatmen, nach vorne. Und macht weiter in eurem Tempo. Ein und aus. Nehmt die Schultern mit, noch einmal ein. Aus, ein letztes Mal noch. Und ein. Und aus. Gut. Und dann lasst die Handflächen jetzt nach vorne zeigen und dann machen wir Blinklichter mit den Händen. Blink, 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 blink. Gut, streckt die Arme mal ganz aus, während ihr weiter blinkt, dann zieht die Arme mal nach oben Richtung Decke. Blinkt hier weiter, ich weiß, es wird anstrengend, dann nehmt die Arme zur Seite und wieder nach vorne. Und nochmal nach oben. Huch, zur Seite, nach vorne, letzte Runde. Ein. Zur Seite, nach vorne. Okay, und dann bleibt hier mit den Armen vorne, aber öffnet die Hände weit, spreizt die Finger, zieht die Arme nochmal nach oben. Zieht euch lang, zieht jetzt auch die Rippen auseinander mit der Ausatmung. Lasst die Arme sinken zu den Seiten des Körpers und spürt das Gewicht der Hände, der Arme und der Schultern. Lasst alles mal ganz schwer werden. Sehr schön, dann nehmen wir die Arme noch ein letztes Mal hier nach vorne. Jetzt gehen wir schon wieder ein bisschen mehr in die Schultern, in den Torso. Wir drehen die Hände mal rüber nach rechts, beziehungsweise wir bewegen die Arme rüber nach rechts. Und dann drehen wir die Handflächen zu uns und gucken in die Handflächen. Atmen hier ein, wie so ein Spiegel. Und mit der Ausatmung schiebt die Hände weg, guckt weg von den Händen. Einatmen, schaut in die Handflächen. Ausatmen, ihr könnt die Hände sogar ein bisschen wegschieben. Dreht den Blick weg, der Nacken kommt mit ins Spiel. Einatmen, guckt wieder in die Hände. Bringt sie zu euch. Ausatmen, schaut weg. Noch zwei. Noch einer. Und bleibt hier. Guckt weg von den Händen. Schiebt die Hände weg von euch. Atmet ein. Und mit der Ausatmung bringt die Arme wieder nach vorne. Lasst die Schultern ein bisschen tiefer sinken. Und dann bringt die Arme rüber nach links. Guckt erstmal zu den Händen. Dreht die Handflächen zu euch. Schaut in die offenen Handflächen. Atmet ein. Langer Nacken auch hier. Ausatmen. Schaut weg. Dreht euch weg. Schiebt die Hände weg von euch. Und nochmal einatmen in die Handflächen. Ausatmen, wegschieben. Vorsichtig den Kopf mitdrehen. Ein. Und aus. Und ein letztes Mal ein. Und wegschauen. Und hier bleiben. Dreht euch weg, haltet euch aufrecht, atmet ein. Mit der Ausatmung bringt die Arme wieder nach vorne. Zieht die Arme noch einmal nach oben, macht euch lang. Und dann lasst die Arme langsam sinken. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr ein bisschen mit den Schultern wackeln. Ganz kurz mal hier ausschütteln, ausschütteln, ausschütteln. Gut, okay, dann kommen wir von der Decke runter. Vielleicht merkt ihr schon, im Oberkörper wird es warm. Jetzt streckt ihr die Beine nach vorne aus. Und setzt erstmal gerne die Hände hinter euch ab und beginnt mit den Füßen zu kreisen. Also erstmal ziemlich ähnlich wie mit den Händen. Wir beginnen die Fußgelenke aufzuwärmen und wir kreisen in eine Richtung. Und dann merkt ihr ziemlich schnell wahrscheinlich, dass die Fußgelenke eben nicht nur die Fußgelenke sind, sondern einen großen Einfluss haben auf den Rest der Muskulatur. Wechselt die Richtung. Sehr schön. Und dann bringt die Zehen wieder nach oben, bringt die Füße wirklich parallel, zieht die Arme lang nach oben, macht euch einmal lang, auch gut für die Bauchmuskeln, die Rumpfmuskulatur. Einatmen hier und ausatmen, zieht die Fersen so ein Stück zu euch, bringt die Füße jetzt zusammen. Mit der Ausatmung greift vielleicht die Füße und wenn ihr sie noch nicht greifen könnt, bringt sie ruhig näher ran. Das ist total in Ordnung. Und von hier aus geht ihr wieder so weit in die Streckung, wie ihr halten könnt, ohne dass der untere Rücken sich meldet.
Und dann beginnen wir die Füße nochmal zu kreisen, dieses Mal mit den Händen, ist ein bisschen anders und manchmal ein bisschen mehr wie so eine kleine Massage. Also jetzt kommt auch der Körper mit und hier noch ein bisschen, wie gesagt, Vorsicht mit dem unteren Rücken, wenn ihr merkt, er meldet sich in irgendeiner Form, dann macht das Ganze so wie im ersten Durchlauf. Gut, wechselt die Richtung auch hier. Dieses Mal sind es wirklich die Hände, die die Füße bewegen. Auch wenn die Füße gerne mitmachen wollen, meistens. Sehr schön. Gut, dann bringt die Füße wieder zusammen, klettert langsam zurück, richtet euch erstmal wieder mit dem Torso auf, dann nehmt vielleicht die Arme dazu, atmet hier ein. Und wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir doch auch eine kleine Drehung mit. Verschränkt die Hände hinterm Rücken und öffnet einmal nach links. Schaut mal, ob die Füße parallel bleiben können, dann bleibt nämlich auch eure Hüfte parallel. Dreht euch zur Mitte ein und zur anderen Seite aus. Super. Gut, dann atmet ein und öffnet noch einmal den Oberkörper. Lehnt euch leicht zurück mit dem Kopf. Und nur zur Erinnerung, auch die Wirbelsäule hat ja, Gelenkstatus. Ausatmen, leicht nach vorne rollen. Die Wirbelsäule besteht natürlich aus ganz vielen kleinen Gelenken. Okay, richtet euch wieder auf, setzt die Hände hinter euch ab. Nehmt euer linkes Bein entweder, und das gilt nur, wenn keine Knieprobleme vorhanden sind, zur Seite und zieht den Fuß nach hinten. Das ist eine Variante von Deer Pose. Ihr könnt aber genauso Janusche Shasana machen, wenn euer Knie empfindlich ist. Dann setzt die Fußsohle an die Innenseite vom rechten Bein. Und dann könnt ihr hier auch noch ein Kissen unter das Knie setzen. Ja? Ansonsten, wenn Knie okay sind, genau hier bleiben. Nochmal das rechte Bein aktivieren. Der rechte Arm geht nach oben. Ihr dreht auf nach rechts. Ellbogen zieht nach hinten. Und mit der Ausatmung geht rechter Ellbogen Richtung linkes Knie. Und ob er da ankommt, ist nicht relevant. Nochmal einatmen, dreht euch auf nach rechts, schöne Spirale. Ausatmung, rechter Ellbogen Richtung linkes Knie. Einen machen wir noch, einatmen. Große Bewegung hier, wirklich schön aufdrehen und dann wieder schließen. Und dann bleibt mal hier, wenn ihr könnt. Also ihr hängt so ein bisschen in der Luft. Ihr könnt dann gerne die Hand aufs linke Knie setzen und euch so ein bisschen tiefer drehen, ganz vorsichtig. Gut, und dann löst es und dann drehen wir in die andere Richtung. Kleine Gegendrehung über das lange rechte Bein. Fühlt sich meistens ganz gut an. Okay, komm zurück, streck nochmal beide Beine aus, schüttel die Beine kurz aus. Und dann hier rechte Seite, rechten Fuß nach hinten ziehen. Oder Janusche Shasana, Innenseite vom Fuß an das linke Bein und das Knie dann gerne unterstützen bei Knieproblemen. Langes linkes Bein, schiebt die Ferse weg von euch. Versucht nochmal richtig Aufrichtung zu finden und jetzt ist der linke Ellbogen, der auftritt. Könnt euch gerne am Knie festhalten. Ausatmen, linker Ellbogen zieht Richtung rechtes Knie. Einatmen, wieder öffnen. Ausatmen, in Richtung rechtes Knie. Und ich merke das sehr deutlich hier in der Dehnung meiner rückseitigen Oberschenkelmuskulatur. Einatmen, öffnen. Und nochmal zum Knie. Super. Bleibt jetzt hier. Ihr könnt die linke Hand an das rechte Knie setzen, wenn das geht. Hier kurz verharren. Kurz noch diese Dehnung ein bisschen nachwirken lassen. Und dann die Spannung lösen. Dreht euch jetzt aufrecht, genau zur anderen Seite, also nach links. Langer Rücken. Langes linkes Bein. Super, und dann befreien wir unser rechtes Bein vorsichtig und schütteln nochmal die Beine aus. Hier bewegen vielleicht nochmal die Zehen so ein paar Mal, auch so Blinklichter mit den Zehen. Und jetzt gibt es schon so ein bisschen, hoffentlich so ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr Mobilität in den Gelenken. Wir kommen jetzt auf alle Viere. Wir nehmen ein bisschen Kraft dazu. Setzen die Knie gerne auf eine Decke, es sei denn, ihr habt eine sehr dicke Matte, dann braucht ihr es nicht unbedingt. Und wir spreizen die Finger unter den Schultern und weil es einfach dazu passt, heute machen wir natürlich eine Katzekugel. Wir lassen einmal den Bauch langsam nach unten ziehen. Die Schultern ziehen dabei zurück. Der vordere Körper öffnet, der Blick hebt minimal. Steißbein zieht nach hinten oben. Ausatmen, schiebt in die Finger und rundet weg von der Matte und lasst den Kopf
schwer hängen, spür den Nacken entspannt. Entspannt auch die Kiefer. Nochmal einatmen. Lasst euch Zeit, hier wirklich die ganze Wirbelsäule in Bewegung zu bringen. Vor allem, wenn ihr es morgens macht. Zieht die Schultern nach hinten. Und nochmal ausatmen. Rund werden hier. Kommt zur Mitte zurück. Setzt die Hände wirklich direkt unter die Schultern auf und dann schieben wir einmal linkes Bein lang nach hinten in der Luft, rechten Arm nach vorne. Auch das ist ein ziemlicher Klassiker. Haltet mal kurz hier und versucht einmal nochmal diese kleine Drehung mit Hand und Fußgelenk in eine Richtung, so dreimal. Dann dreht nochmal dreimal in die andere Richtung. Haltet den Arm da, wo er ist. Setzt das linke Bein lang auf, also die linken Zehen setzen auf. Das Bein bleibt lang, ihr schiebt die Ferse weg. Und dann öffnet den rechten Arm nach oben und wir beginnen den rechten Arm zu kreisen. Ein, zwei, dreimal und dann halten wir oben. Das heißt, die rechten Finger ziehen Richtung Decke, die linke Ferse zieht nach hinten. Atmet hier tief ein und aus. Und ein. Und mit der Ausatmung setzt die rechte Hand wieder ab. Und kommt, wenn möglich, auf die Fingerspitzen oder die Deluxe-Variante wären hier Blöcke. Dann nehmt ihr die Blöcke gerne und beugt das linke Knie hinter euch. Der Bauch bleibt dabei fest und wir machen keine Kick-Ups oder sowas ähnliches, sondern wir machen eine kleine lustige Idee-Übung. Versucht mal hier möglichst hoch mit dem Oberkörper zu kommen, ohne das Knie abzusetzen. Das ist die erste Stufe. Und wenn hier jemand denkt, ach ja, ich könnte eigentlich auch mal eine kleine Balance probieren, möglich ist es. Ja, ihr könnt nicht so tief fallen. Dann könntet ihr die Arme vielleicht kurz anheben. Ja, damit stärkt ihr natürlich auch wieder den Rumpf. Also vielleicht spielt ihr damit rum, vielleicht merkt ihr, geht gar nicht, dann ist es auch völlig in Ordnung. In jedem Fall landen wir entweder mit den Händen auf der Matte, den Blöcken oder in der Luft im Lunge. Wir ziehen den linken Fuß nach vorne. Also wir landen mit dem linken Fuß vorne in einem Lunge. Atmen hier erstmal durch, machen den Schritt schön groß. Ausatmen, die rechte Hand geht auf die Matte oder auf einen Block. Rechte Hand auf einen mittleren Block oder auf den niedrigsten Block gerne, wenn ihr mehr Platz wollt, so wie ich. Dann dreht ihr den linken Arm nach oben auf und dann setzt ihr den linken Arm an die linke Schulter und schaut nochmal kurz zum linken Knie, dass das nicht ausbricht. Und dann beginnen wir auch hier nochmal zu kreisen, dieses Mal mit dem linken Ellbogen in der Luft. Kreise ziehen und hier die Schulter mobilisieren. Und hier sitzt ein großes Drüsensystem. Ja, das wisst ihr, wenn ihr euch unter der Achselhöhle mal hier Richtung lymphatisches System bewegt, spürt man das auch. Wir kreisen noch für zwei. Einen. Sehr schön. Und dann haltet den Ellbogen oben, setzt die rechten Zehen auf und das ist optional, hebt das rechte Knie an. Dreht hier schön weit auf, atmet ein. Und bleibt, egal wo ihr seid, Knie gehoben oder Knie auf der Matte, mit dem unteren Teil des Körpers so wie er ist. Aber greift euch jetzt entweder beide Blöcke oder kommt mit den Händen auf die Matte. Und dann streckt euer linkes Bein und kommt hier vielleicht auf die linke Ferse. Tiefe Dehnung. Das könnt ihr, wie gesagt, auch machen, wenn das Knie auf der Matte ist. Wenn ihr hier mit der Hüfte in der Luft seid oder relativ hoch in der Luft seid, dann schiebt jetzt hier noch das Brustbein nach vorne. Die Wirbelsäule wird lang, aber der Blick geht weiterhin nach unten. Gut, ausatmen hier, setzt das rechte Knie ab, setzt den vorderen Fuß ab. Und wir machen einen Schritt nach hinten mit dem linken Knie. Setzt die Blöcke für einen Moment zur Seite, schiebt euch in den herabschauenden Hund. Und hier in eurem ersten Hund gehen wir auch nochmal mit dem Fokus auf die Gelenke, indem wir dynamisch bleiben. Und dynamisch kennt ihr vielleicht, wenn man mit den Füßen so ein bisschen auf der Stelle wandert. Und vielleicht macht ihr das ähnlich mit den Händen. Vorsichtig die Ellbogen so ein bisschen beugen jeweils. Mal bewusst ein bisschen destabilisieren, damit auch die anderen Muskeln hier in der Körpermitte mehr ran müssen. Aber auch ein bisschen Flexibilität generieren. Mit der Ausatmung bringt die Knie wieder auf die Decke, auf die Matte. Wir sind zurück in allen Vieren und wir bewegen uns nochmal durch diese langsame Katze-Kuh in eurem Tempo. Auch hier wieder
den Kiefer wirklich loslassen, ohne Stress hier durch diese Bewegung fließen. Gut. Und dann findet wieder die Mitte, zieht die Schultern leicht nach hinten, rechtes Bein streckt, lang nach hinten aus, der Bauch bleibt fest, macht ein bisschen automatisch, ein bisschen müsst ihr dran denken. Linker Arm zieht nach vorne, zieht euch lang, atmet ein. Und dann beginnt wieder zu kreisen, wir machen es nicht lang, nur dreimal in eine Richtung mit Fuß und Hand. Und dann dreimal in die andere Richtung. Sehr schön, haltet den Arm lang, setzt das lange rechte Bein ab. Und dann öffnet euch mit dem linken Arm zur Seite und wir drehen wieder dreimal. Noch zwei. Nur noch einer. Schöne große Drehung, genau. Und dann hebt den Arm an und öffnet nach links. Tiefe Atmung hier. Gut. Setzt mit der Ausatmung die linke Hand ab, hebt wieder das rechte Bein und beugt jetzt das Knie. Und auch hier greife ich wieder meine Blöcke. Ihr könnt schauen, was für euch funktioniert. Vielleicht Fingerspitzen, vielleicht bleibt ihr auf den Händen. Aber wir wollen wieder mit der Idee spielen, den Oberkörper ein bisschen höher anzuheben. Ohne das Knie abzusetzen, es hilft, wenn ihr die linken Zehen aufstellt. Kleiner Trick. Und vielleicht können wir hier kurz balancieren auf dem linken Knie. Ja, probiert es aus. Manchmal klappt es gar nicht. Aber gebt euch einen Moment, das auszuprobieren. Und dann treffen wir uns mit dem rechten Fuß vorne. Okay, schöner großer Schritt. Sinkt ein bisschen tiefer in der Hüfte, der Bauch bleibt fest. Linke Hand geht auf Block oder auf Matte unter der linken Schulter. Und jetzt ist es der rechte Arm, der anhebt. Und wir drehen uns rüber nach rechts. Und dann greift mit der rechten Hand die rechte Schulter und beginnt hier den rechten Ellbogen zu kreisen. Und dann hört ihr es schon knacken, weil das ist mein Punkt, wo sich ein Knoten gerne mal zeigt, wo sich die Energie staut, meine rechte Schulter. Und manchmal ist es ganz schön, auch den Nacken hier loszulassen, den Kopf so ein ganz kleines bisschen hängen zu lassen. Achtet darauf, dass das rechte Knie nicht zu weit ausbricht. Und auch ich muss mich erinnern, dass der linke Arm nicht überstreckt. Wenn ihr das alles habt, hebt den rechten Arm. Nochmal an, dreht euch rüber nach rechts, atmet tief ein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das linke Knie jetzt anheben und dann beide Hände auf die Blöcke oder auf die Matte und rollt auf die rechte Ferse und streckt beide Beine. Versucht dabei nicht an Länge zu verlieren in der Wirbelsäule. Zieht die rechte Hüfte nach hinten. Haltet den Kiefer locker. Spürt ihr die Dehnung in der Beinrückseite? Sie ist wahrscheinlich ziemlich deutlich an dieser Stelle. Und dann setzt den Fuß ab, setzt das linke Knie ab, die Blöcke gehen zur Seite, wir machen einen Schritt nach hinten nochmal in den herabschauenden Hund. Ein schöner großer Schritt, großer weiter Schritt. Und komm mal auf die Zehen ganz nach oben und spüren mal den Fußspann. Und dann mit der Ausatmung schiebt jetzt das Brustbein nach hinten. Und dann lasst die Fersen so ein Stück sinken und spürt hier kurz mal die Länge. Sowohl in der Wirbelsäule, die Daumen drücken in die Matte, als auch in den Beinrückseiten. Ausatmen hier. Schaut mal, ob ihr noch zwei Atemzüge hier bleiben könnt. Gut, und von hier aus bringt die Knie auf die Matte. Wenn die Decke dann noch liegt, bringt sie zur Seite. Wir kommen kurz noch in die Bauchlage und bringt die Blöcke, so dass sie euch nicht mehr stören, zur Seite. Setzt die Stirn mal kurz auf die Hände ab. Bewegt vielleicht euer Gesäß so ein bisschen Seite zu Seite. Dann gehen wir noch einmal kurz in die Wirbelsäule. Atmen hier erstmal aus. Und dann zieht die Hände hinter euch. Schaut mal, ob ihr die Finger verschränken könnt. Ungefähr auf Gesäßhöhe. Und wir beginnen mit den Füßen auf der Matte. Also schiebt die Fußrücken in die Matte, sodass sich die Kniescheiben anheben.
Einatmen, zieht ihr die Finger nach hinten, rollt so die Schultern nach hinten. Denkt weniger Höhe als Länge und guckt nach unten. Ausatmen, wieder ablegen auf dem Kinn oder auf der Stirn. Einatmen, anheben. Bleibt aktiv in den Beinen. Ausatmen, ab. Noch drei. Also dynamische Shalabhasana-Bewegung. Und dann legt aber auf der linken Wange, wenn es in Ordnung ist, im Nacken für drei Atemzüge. Und nach dem dritten Atemzug beugt die Knie, Blick geht wieder nach unten, die Hände bleiben verschränkt. Und dieses Mal nehmen wir die Knie mit, das heißt einatmen, wir rollen auf, wir schieben die Füße Richtung Decke, versuchen die Füße hier parallel zu halten oder ihr klebt die Fersen aneinander. Ausatmen, ab. Noch vier. Auf und dann die Energie lösen, ab. Auf. Und ab. Und auf. Und ab, fast geschafft. Puh. Last one. Ausatmen, alles lösen, rechte Wange legt ab. Und setzt die Hände auf, ungefähr auf Schulterhöhe rollt. Zurück in alle Viere und dann ganz langsam einmal in den Katzenbuckel. Mal kurz die Gegenbewegung spüren. Und wenn es okay ist im Rücken, dann schiebt das Gesäß jetzt auf die Fersen und streckt die Arme weit nach vorne. Wir halten hier. Und das ist der Punkt, an dem ihr euch gerne bevorzugt für ein Shavasana entscheiden könnt, wenn ihr die Zeit habt. Und wenn ihr die Zeit nicht habt, dann nehmen wir zumindest hier noch gemeinsam drei Atemzüge in die Rückseite.